Diese Bilder sind für uns selbstverständlich. Genau wie der ständig brummende Kühlschrank, der laufende Fernseher am Abend und nicht zu vergessen das immer aktive Smartphone. Alle haben eins gemeinsam, sie sind abhängig von Strom. Man sieht ihn nicht und trotzdem ist er weltweit ein heiß diskutiertes Thema. Ich sage nur Energiewende. Politiker reden seit Jahren über erneuerbare Energien. Reden ist okay, aber ganz ehrlich, ich schaue mir lieber an, was sich praktisch dahinter verbirgt. Vor allem, wenn es um Energien geht, die noch erforscht werden. Es riecht lecker nach Hagebuttentee, aber es soll irgendwann eine Grätzelzelle werden. Wie soll denn das funktionieren? Auf der einen Platte ist ja so eine Schicht und die wird dann gleich in den bunten Tee, also in den Farbstoff reingetan. Erklär mir nochmal, welche Funktion jetzt der Tee hat und welche Funktion diese Lösung hat. Der Tee, der ist für die Moleküle zuständig, weil in dem Farbstoff, den der abgibt, sind die Moleküle. Mhm. Und die Moleküle werden hier in Elektronen umgewandelt und es gibt dann auf der einen Seite Elektronenmangel und auf der anderen Seite Elektronenüberschuss. Und auf der einen Scheibe wurde ja mit Bleistift was gemacht. Yeah. Und das ist ja das Graphit. Und das braucht man auch, um das dann so auszugleichen, damit das besser fließt. Genau. Wofür ist die Elektrolyt-Lösung so wichtig? Wie es der Name schon sagt, Elektrolyt, dadurch wird der Elektronenfluss beschleunigt. Also die Elektronen können dann besser überspringen? Es wird dann halt sozusagen wie von selbst da reinlaufen, man sieht dann halt auch so einen dunkleren Strich. Warum läuft das denn eigentlich so von alleine durch? Da ist da gar das liegt an dieser Graphitbeschichtung und an dem Titanoxid, das da hier auf dieser lilanen Schicht jetzt drauf ist. Wir hatten das ja zuvor in den Tee getan, damit der Farbstoff in dieses Titanzeug einwirken kann. Und dadurch beschleunigt das halt auch, dass das hier alles durchläuft, weil da ist halt wie so eine luftige Schicht dazwischen, wo das dann alles reinziehen kann. Und den Tesa brauchen wir dann wofür? Zum Umwickeln, damit das nicht auseinanderfällt. Weil wenn das dann einmal auseinanderfällt, sind die Elektronen dann nicht mehr ordentlich aktiv. Und die Grätzelzelle ist dann? Der Tee mit den beiden Platten zusammen. Letztendlich das Endprodukt ist die Grätzelzelle. Und was kommt da raus dann, wenn dann alles funktioniert? Strom, Energie. Und selber erzeugt es auch noch Energie, wenn Licht auftrifft. Wenn dann Licht auftrifft, löst es aus der Schicht ein Elektron. Und das Elektron geht durch den Tee durch. Und durch diese Bewegung entsteht elektrische Energie, wodurch der Strom erzeugt wird. Viel Strom kann das ja nicht sein, sonst könnte das ja nicht so in der Hand halten. Das ist jetzt, ich sage jetzt mal, eine Miniaturausgabe. Das ist dann natürlich, wenn man es im echten Leben benutzt, noch sehr viel größer. Und das leitet dann natürlich auch mehr. Und meinst du, diese Art Strom zu gewinnen mit der Grätzelzelle hat Zukunft? Wenn man das jetzt so nimmt, vergrößert und optimiert, kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Zukunft hat, ja. Was ist der Vorteil? Also der Vorteil ist, es ist billiger, sehr viel, weil ich meine, man kann einfach Tee nehmen oder sonstiges Farbstoffzeugs. Und dieses Elektrolyt und diese Titanoxidbeschichtung. Umweltverträglicher auch natürlich, weil das Silizium, was ja in den normalen Leitern ist, muss ja abgebaut werden und auch mit der Entsorgung her ist es nicht so einfach wie das Organische. Was ist der Nachteil? Zurzeit noch sehr wenig Stromerzeugung, weil es noch nicht optimiert wurde, aber sobald jemand die Lösung findet, es zu optimieren und den Stromfluss zu verstärken, hat das auf jeden Fall Zukunft und kann die Solarzelle bestimmt übertreffen. Noch hat sich diese Form der Energiegewinnung nicht am Markt etabliert. Wenn aber weiter so engagiert geforscht wird, dann können wir der Energiewende optimistisch entgegenblicken. Wenn auch du mitforschen, die Zukunft gestalten willst, dich für technische Abläufe begeisterst oder dich für moderne Entwicklungen interessierst, dann melde dich an zum Tag der Technik. Hier kannst du spannende Projekte begleiten, gemeinsam mit deinen Freunden experimentieren und vor allem einen Blick hinter die Kulissen von technisch versierten Unternehmen werfen. Also nutze die Chance und sei dabei beim Tag der Technik.